Wie lange dauert der Basketballmatch? 2 Stunden? Nein. Weißt du auch nicht, gell? Jetzt haben wir es, ne? Aber jetzt haben wir keinen Schirm auf, oder? Aber ich glaube nicht, wie ein Fußballspiel, oder? Nein. Die Halbzeit ist aber eins, vielleicht dauert wirklich so eine ganze Halbzeit, eine Dreiviertelstunde. Keine Ahnung, nein, das kann nicht sein. Werden wir rauskriegen heute. Werden wir rausfinden, ich schaue es mal. Das wäre nämlich brutal, eine Dreiviertelstunde, eine Halbzeit lang, die kurze Distanz. Ja, was soll denn dann der Fußballer sagen? Der rennt ja noch. Ja, aber der rennt nicht so viel wie ein Basketballer. So, Kombination FC Bayern, Basketball und wir, also und uns, kam es durch, ja, gute Frage. Ja, dadurch, dass wir, glaube ich, bei der Double-Feier gespielt haben für den Fußballclub, haben sich die Basketballer das auch gewünscht, dass wir hier heute spielen. Ja, das war schon wieder das Geheimnis. Wer ist da nicht dahinter? Nein, also unser eigener Lieblingssong nicht. Aber weiß ich nicht, das ist irgendwie in Sprachjargon reingenommen worden. Und deswegen sagt jetzt wieder schwere Partie. So, ja, steht er heute. Es heißt auch heute wieder schwere Partie, aber okay, ja. Ja. In Deutschland geht der Schmäh noch. Ja, in Österreich nicht mehr. Bei uns ist das schon ausgelutscht. Wegen einem zweiten Album, wo wir geglaubt haben, dass man es, also wir wollten das auf jeden Fall machen. Nach dem ersten Album haben wir schon gewusst, die Reise geht noch weiter. Aber wir haben uns da Zeit lassen. Ist jetzt doch schon 2 Jahre her. Helfen tut uns dabei der Daniel Fellner, das ist unser Produzent. Also mit dem produzieren wir das Ganze, aber schreiben tun wir selber, komponieren selber. Inspiration sind die Menschen, die man beobachten kann, und die eigenen Erfahrungen, die man so macht im Leben. Das ist Inspiration, und das ist, glaube ich, Schöne an unserer Musik, dass da. Das ist nur ehrlich. Auch wenn es manchmal nicht angenehm ist, aber es ist ehrlich. Nein, die Zweifel tun wir überhaupt gar nicht so. Ich glaube, man kann allgemein sagen, dass uns jeder Song fürs als Einzelner wichtig ist. Es gibt so hin und wieder so ein paar Klamauk- und Spaßnummern, die sind uns auch wichtig. Also, was da vorkommt, das machen wir so. Aber ja, so auf und ab. Das ist ganz verschieden. Entweder hat man vorher eine Melodie im Kopf, macht dann einen Text drauf, oder man hat irgendeine Textidee und macht eine Melodie drauf. Das ist immer verschieden. Da gehen wir ins Studio gemeinsam, nehmen das auf, schauen wir in Daniel Fellner noch, wie man es verbessern kann, also wie die Sache klingen muss oder wie die Sache klingen kann. Ja, und dann ist das Fertige da, und das war's schon wieder. Also, das ist überhaupt keine Zauberei eigentlich, und eigentlich völlig überbewertet und überbezahlt, wenn ich mir das jetzt so denke. Wer der Daniel Fellner? Nein, mir. Wir? Ja, mir. Die Farbe vom Cover. Ja, das ist schon geil. Erstens das. Nein, es liegt 2 Jahre dazwischen. Das hört man. Die Produktion ist pompöser, weil wir es ja mit der Band eingespielt haben, das Ganze. Und es ist eine andere Grundstimmung auf dem Album. Was ich sehr gut finde, weil wenn wir jetzt live spielen, also unsere neue Tour, die wir jetzt live spielen, ist eine Mischung aus ersten Album, zweiten Album. Und genau diese Mischung schaut an mir, und genau die Mischung ist jetzt eine gute. Mir ist wichtig, dass wir das heute mal da spielen jetzt, und dass ich dann heimkomme. Das ist ein Depper, das wird jetzt verdammt. Das jetzt hast du eine Kurstel. Nein, ja, aber ich freue mich jetzt schon auf zu Hause, muss ich sagen. Weil mir geht Reisen am Arsch, muss ich ehrlich sagen. Ich bin überhaupt kein reisender Mensch. Aber die Single braucht man sich gar nicht anhören, das neue Album sollte man sich auch hören, weil da fährt immer mehr. Ja, das ist kaufen.